Was geht ab, liebe Freunde? Hier ist der Dennis. Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal bei RNZ Adventure. So, und zwar in diesem Video habe ich euch versprochen gehabt, wieder einen zweiten weiteren Teil über meine Grundausbildung euch was zu erzählen. Im ersten Teil habe ich erzählt, wie es das Ganze angefangen hat und wie die ersten Tage waren. Und in diesem Teil werde ich euch erzählen, wie es dann danach ging. Also wir hatten dann nachdem wir uns eingelegt hatten, unsere Klamotten bekommen hatten, uns eingekleidet hatten, ging es dann so weiter mit Formaldienst auf jeden Fall. Auch sportliche Einheiten waren dabei, aber nicht so viele, nicht so dolle viele. Hinterher bekamen wir dann irgendwann den Erstkontakt zur Waffe. Das heißt, wir haben Erstkontakt zur Waffe bekommen. Zunächst erstmal Trockenübung, müsst ihr euch vorstellen. Wir durften natürlich noch nicht mit scharfer Munition schießen. Wir hatten stattdessen einen Exzessiermunition oder Parademunition. Die waren aus Plastik, es gibt die auch aus Metall. Wir mussten erstmal die Handhabe der Waffe lernen. Wie man die hält, wie man zielt, wie man die hochhält, wie man abdrückt, wie man bei klarem Zugefecht Magazin reinsteckt, durchlädt, die einzelnen persönliche Sicherheitskontrollen durchführt, sei es also Verschlusskontrolle, ob die Patrone drin ist, Magazin festsitzt, dann die Sicherung in Ordnung ist, wie sie Einrichtung kontrollieren, Mündung kontrollieren. Das war das. Ich muss sagen, die Ausbildung war ein bisschen schwierig gewesen, denn viele hatten sich ein bisschen angestellt. Auch ich hatte meine Probleme gehabt, muss ich echt zugeben. Ich habe die Sache ein bisschen unterschätzt gehabt am Anfang, dass es könnte einfacher werden, aber die Waffe war lang. Ich hatte schon mal eine Schwierigkeit gehabt, die Waffe Hand hochzuhalten. Es könnte auch daran liegen, dass ich könnte auch am fehlenden Training gelegen haben. Aber ich habe mich angestrengt, aber irgendwie habe ich es dann doch am Ende geschafft. Ja, dann wie ging es dann los? Später haben wir erstmal die G36 kennengelernt. Wie man es die auseinanderbaut, zusammensetzt, haben wir gelernt. Das Reinigen haben wir gelernt. Ja, dann hinterher kam die P8. Die Ausbildung war auch sehr kurz gehalten, relativ kurz, also nach meinem Gefühl. Aber trotzdem, so schnell es ging, wurde das durchgepumpt. Die ganze Unterrichtsstoff davon. Die Pistole war halt einfacher von der Handhabung her, nach meinem Gefühl, war aber jedoch später als hinterher, aber dazu komme ich gleich noch, als wir dann richtige Patronen nutzt haben, war es ein bisschen lustiger gewesen. Und sorry, ich bin müde. Dann wurde exzessiert, da hatten wir währenddessen auch noch ABC-Übungen gemacht. Wir haben also gelernt, wie man in der Gasmaske umgeht. Also es wurde durchgedrillt. Also Plan war es ja, dass wir maximal 9 Sekunden bräuchten. Also wir haben so lange trainiert, bis wir die Gasmaske auch wirklich maximal 9 Sekunden auf dem Gesicht hatten. Also ich war schon an meine Grenze gestoßen, war ich da ein bisschen. Das Lustigste war auch noch, dass mit diesen ABC-Schutzanzügen, also es gab da verschiedene Versionen, die uns der Fachlehrer aus diesem Bereich gezeigt hat. Ja, das war richtig krass, aber auch eine richtig lustige, also sehr spannende Erfahrung gewesen. Da hatten wir die Sammelausbildung gehabt. Wie legt man Tunike an? Wie geht man mit Verbandszeug um? Das war jetzt
Bestandteil unserer späteren Ausbildung. Und dann irgendwann kam dann, hat Neon die Ehre, erstmals scharf zu schießen, sprich unsere IGF-Leistung abzulegen. Ja, ich hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben, beim Nachtschießen Probleme gehabt. Knapp verhauen wegen einem Ziel. Und ich musste bei der Pistole einmal, musste ich glaube ich ein oder zweimal wiederholen, weil die Pistole hatte ich warum auch immer am Ende dann doch Probleme gehabt. Es könnte eventuell auch an dem Rückstoß gelegen haben. Naja, jedenfalls hat das Spaß gemacht. Allerdings auf dem Schießplatz, dadurch, dass wir noch in der Runde Ausbildung mussten wir alle die ganzen Equipments aufbauen, die Tische aufbauen, Stühle aufbauen, die Scheinen dahin tragen, montieren. Oh Gott, Leute, das war schon heftig. Und dann, nachdem wir dann das Ganze hinter uns gebracht haben, haben wir dann das alles wieder abzubauen. Also nach diesem IGF-Schießen. Und wir haben ganz viele Patronen aufgesammelt, 9mm und die 36 Patronen. Das war schon sehr, sehr witzig gewesen. Ja. Ja, dann später irgendwann ging es dann zur W-Übung, aber dazu komme ich bei den nächsten Videos drauf. Ja, was hatten wir noch gehabt? Also nachdem wir das hatten, haben wir dann noch Funkgeräteausbildung. Dieses SEM-Kämpchen, diese lange Platte, aber sehr lange mit so einem Display, Flüssigkristall, irgendwie so ein Display drauf, der mich so ein bisschen an diese Pager erinnert aus den 90er Jahren. Ihr kennt sie sicherlich noch, diese Pager, womit man Nachrichten oder sowas verschicken konnte, also sowas war drauf. Und da haben wir so eine Übung gemacht, dann mussten wir verschiedene Positionen Nachrichten nehmen. Wir hatten drei Teams gehabt, jedes Team hatte seine eigene Nachricht gehabt und wir mussten die eben anhand von Verschlüsselung, die wir auf einer Tabelle stehen hatten, so zuordnen, dass wir das dann in verschlüsselter Version in NATO-Sprache an die OPZ, also OPZ nennt sich das glaube ich, ne? OPZ weitervermitteln müssen. Es hat mir persönlich sehr Spaß gemacht, also Funkgerät war schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Aber allermeist hat mir Schießen Spaß gemacht, also Schießen ist das, was ich auf jeden Fall weitermachen will. Auch jetzt gerade, wo ich in der Stammeihe war, war ich jetzt gestern wieder schießen gewesen. Hat mich sogar gesteigert, auf jeden Fall auf Silber. Vorher waren es Bronze gewesen. Naja, dazu komme ich irgendwann später dazu. So, dann kommen wir zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also, bleibt gesund, haut rein, euer Dennis.